Hallo und herzlich willkommen zu Placement Game Nummer 3. Ich habe mir jetzt hier mal die Mastery auch bei Poppy geändert. Ich hatte ja vorher, ja, ich habe mir die Namen nie gemerkt von den Masteries und es war vielleicht auch ganz gut, wenn ich sie jetzt sowieso wieder alle ändere. Es war auf jeden Fall die Mastery, wo man sich ein bisschen heilt, wenn man 4 Sekunden im Kampf war und dann den Champion geschlagen hat, hat man sich ein bisschen geheilt und dem Champion noch ein bisschen magischen Schaden gemacht. Aber es scheint ja jetzt diese neue Masterie zu geben, wo man ein Schild bekommt. Man kriegt 10 plus 10%, nee, 10 plus 10 pro Level, also auf Level 18 dann 190. Plus nochmal 7% Schild, wenn man einen Gegner CC'd. Und das für jeden Gegner. Also das für jeden in der Umgebung. Also wenn man 5 Leute, also 5 gegnerische Champions in der Nähe sind, man einen CC'd, kriegt man dann 7x5, also 35% nochmal Schild. Plus halt dann die 190. Können wir ja gerade nochmal gucken, was hier steht. Man bekommt ein Schild 10 plus 10 pro Level, also 190 plus 7% vom maximalen Leben pro Gegner für 4 Sekunden. Und das Ding hat, glaube ich, eine halbe Minute Cooldown. Also an sich ziemlich heftiges Schild. Ich bin mal gespannt, ob das sehr gut funktionieren wird. Heute darf ich nicht sterben. Ich habe Checks auf der Top Lane. Das ist nicht so schön. Habe auch schon 2 Farmen verpasst. Aber da kann ich jetzt nichts dran ändern. Ich bin dann aber auf der Laning Phase, glaube ich, ein bisschen schwächer jetzt, weil ich mich halt nicht mehr heilen kann und das bisschen magischen Damage auch nicht raushauen kann. Daher bin ich mal gespannt, wie viel das ausmacht. Ich hoffe nicht zu viel. Können eigentlich fast gleich mal ausprobieren, ob ich den hier jetzt gut CC'en kann. Ah, ein bisschen Schild. Das ist schon nicht so schlecht, aber ja, den kriegen wir nicht. Jo, als ob. Oh. Nicht, dass ich dann von den Creeps jetzt gleich sterbe. Ich hau hier noch ein bisschen was kaputt. Ich will nämlich auf jeden Fall noch ein bisschen Gold. Noch lebt er nicht. Jetzt, ja, jetzt sollte ich vielleicht weggehen. Ach, er hat ja Ignite dabei. Dann habe ich ja noch massig Zeit. Das gibt auch schon mal gut Damage. Kann ich auch schön pushen. In den 5 Sekunden kann ich ihn eigentlich töten. Komm schon, jetzt verbrennen. Jawohl. Ah, den Tower kriege ich wahrscheinlich nicht. Ich versuch's mal. Nee, kriege ich nicht. Oh, das ist bad. Oh, da hätte ich fast Angst bekommen. Lieblingschecks. Oh, ich habe mein Schild trotzdem aufgenommen. Ich dachte, er wäre drüber gelaufen, hätte es zerstört. Aber auch nicht schlecht. Ach. Komm schon. Oh, no. No, no, no. Okay, das war, glaube ich, nicht
nicht mein Tod. Aber war schon knapp dran, ne? Wow, das Schild ist ja... Das Schild war ja mega nice. Na gut, egal. Lass ich ihn entkommen. Sind die da schon an der Base? Was ist da los? Der Bot hat ja auch ziemlich gut gewonnen, würde ich sagen. Oh. Ich müsste warten, bis mein Dings wieder fertig ist. Okay, so geht's natürlich auch. Also ich denke mal, ich könnte es schaffen, dieses Spiel kein einziges Mal zu sterben. Ich beschreie es vielleicht jetzt sogar ein bisschen. Ja, die kann halt auch kaum noch was machen. Ja, schauen wir mal, ob wir noch hier einen Kill abholen können. Naja, wenigstens einen bekommen. Ja, das war das, wo ich gesagt habe, zu greedy. Boah, sehr schön. Jo, da dürfte jetzt nicht mehr viel passieren. Es war ein ziemliches... Ja, ich weiß auch nicht. Ziemlich einfaches Game. Ich würde eigentlich gerne den einen nochmal hier an den Tower hauen und gucken, wie viel Schild ich bekomme. Das ist schon eine ganze Menge. Na, komm schon, komm schon, komm schon. Na. Ja, okay, die können fast nichts mehr machen gegen uns. 31,5. Kann ich da oben noch einen Kill? Na. Doch, wobei? Na? Hm? Doch. Ah, schade. Jetzt habe ich ein bisschen wenig Mana. Ich bräuchte eigentlich einen Blue Buff. Komm schon. Nice. Oh oh. Naja, egal, mache ich den Inhib. Den Nexus. Ja, das Game war eigentlich ziemlich lustig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich muss sagen, Hobby mit dem Schild, das ist schon, glaube ich, das kann man auf jeden Fall empfehlen. Ich werde es nochmal spielen. Weiß jetzt nicht, ob ich es in der nächsten Runde nochmal mache. Aber sieht ganz interessant aus. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.